unser höchstes Haus und unsere größte Pleite. Gebaut für 300 Millionen Mark mit viel Beton und Liebe, versteigert für 30 Millionen mit Ach und Krach. Pleiten gibt's zwar überall, nicht nur bei uns, aber das ist ein schwacher Trost. Ein stärkerer Trost, begießen kann man die Pleite gleich nebenan, im Bierpinsel. Bezahlt wird sie hier, im Rathaus, aus dem großen Topf. Allerdings, Pleiten sind in der Regel die Ausnahme in unserer Stadt. Wir können Besseres vorzeigen. Nicht nur angeblich die größte Klappe, sondern auch nachweislich das größte Klinikum. In 6 Jahren 1,3 Millionen Patienten. Die meisten überlebten. 70.000 Studenten sind in unseren Universitäten und Hochschulen immatrikuliert. Und der größte Teil studiert wirklich. Wir haben über 100 Museen. Und noch ein paar Dutzend Galerien, genau weiß man es nicht. Dauernd machen ein paar auf und wieder zu. Wir sind überhaupt das Größte. Verzeihung, das Größte sind unsere Besucher. In einem einzigen Monat traten in unserer Philharmonie auf Karajan, Henze, Daniel Oren, Jochum, Osawa, Rostropowitsch. Wir haben die billigste Kongresshalle. Die haben wir uns schenken lassen von den Amerikanern. Natürlich reicht sie uns nicht. Jetzt bauen wir die teuerste. Böse Menschen behaupten, sie würde die nächste Pleite. Aber für das erste Jahr ist sie schon fast völlig ausgebucht. Auch unsere Autobahnen reichen nicht aus. Kunststück. Wenn Berlin im Rhein-Main-Gebiet läge, würde es Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt umfassen. Samt dazwischenliegenden Ortschaften. Für unsere Shopping- und Amüsierstraße, den Kurfürstendamm, war der große Boulevard von Paris das Modell. Berliner Champs-Élysées sind dabei nicht herausgekommen. Aber der weltgrößtes Kaffeehaus, wie ein Wiener neidisch gesagt hat. Das müssen wir uns von unten ansehen. Vor 100 Jahren hat Gustav Langenscheidt, ein sehr gebildeter Herr, festgestellt, wenn man einen Berliner in der Retorte so herstellen könnte, wie er der Herkunft der Bevölkerung exakt entspräche, dann würde er 39% romanisches Blut haben, 24% slawisches und 37% germanisches. Unsere Stadt hat allein 20 Freibäder. Am heißesten Tag des Jahres wurden 102.368 Berliner gleichzeitig im Wasser gesichtet. Der Rest saß in der Badewanne. Das Strandbad Wannsee ist natürlich mal wieder Europas größtes Freibad. Im Binnenland, versteht sich. Aber es kann bei uns auch ganz schön idyllisch sein.
unsere Millionenstadt ist ein Kurort. Sie hat 30 Quadratkilometer Flüsse und Seen, 70 Quadratkilometer Wälder und Parks. Wir haben auch Berge. Der Berg, auf dem der Grunewaldturm steht, ist fast 80 Meter hoch. Und wir haben einen ganzen Haufen Schlösser. Das Yachtschloss Grunewald zum Beispiel ist 450 Jahre alt. Schloss Charlottenburg, das Versailles von Berlin. Villa Borsig. Im Bad Berlin gibt es natürlich auch eine richtige Uferpromenade. Wie jede Großstadt, die auf sich hält, hat auch Berlin Satelliten. Gropiusstadt, Märkisches Viertel. Aber unsere Betonwüsten liegen doch irgendwie im Grünen. Wald und Wasser sind dicht dabei. Direkt nebenan Lübars, das Dorf in der Stadt. Hier leben noch Landwirte. Und das werden sie auch bleiben, Bauern in Berlin. Oh je, jetzt müssen wir schon wieder angeben. Berlin ist das größte Wirtschaftszentrum in ganz Mitteleuropa. Allerdings, wir haben kein Hinterland mehr, darum muss der Westen uns helfen. Das ist nicht unsere Schuld, wir sind nun mal hier. Aber wir arbeiten. Danach erholen wir uns und machen Trimm dich. Wie? Na, wie wohl? Wo so viel passiert, reicht ein Sender nicht aus. Wir brauchen zwei. Das ist ein bisschen Geschichte. Die Siegessäule. Wissen Sie, das ist lange her. Im Schloss Bellevue haben 100 Jahre lang Hohenzollern gewohnt. Heute lebt hier der Bundespräsident, wenn er uns besuchen kommt. Drüben liegt Ost-Berlin. 1 Million Menschen leben dort, 2 Millionen bei uns. Das sind 3 Millionen Berliner. 3 von 78 Millionen Deutschen. Der Reichstag wurde für alle gebaut. Berlin, eine Stadt in Deutschland, geteilt wie Deutschland. Man kann hinüber, von West-Berlin nach Ost-Berlin. Ein bisschen umständlich mit Wartezeiten, aber es geht. Und man kann selbstverständlich von Westdeutschland nach Berlin. Im letzten Jahr kamen 6 Millionen mit dem Wagen, 1 Million mit dem Zug, 2 Millionen mit dem Flugzeug.
abends in Berlin. Da muss man schon mittendrin sein. Dass wir die meisten Theater haben, ist ja nun nichts Besonderes mehr. Aber dass für unsere Steppkes allein 6 Kindertheater da sind, darauf sind wir stolz. Übrigens, Berlin ist durchgehend geöffnet. Wir haben keine Polizeistunde. Sehen Sie mal nach, was bei uns los ist. Es ist immer was los.